Ja, ich klatsche ihm dreimal so ins Gesicht. Hallo, mein Freund, guck mal, ich habe den Bandstrahler gefunden. Der will jetzt mit dir reden. Warum tut ihr das mit mir? Ja, das finden wir gleich raus. Ich werde euch ein paar einfache Fragen stellen. Fangen Seid wir mit dem ihr Bandstrahler. der Bandstrahler? Ich bin der letzte Bandstrahler. Warum tut ihr sowas? Das ist nicht rechtens. Nennt euren Namen und euren Stand. Ich bin Goldschmied. Nennt euren Namen und euren Stand. Reo, ich heiße Reo. Oh, Reo, der Goldschmied. Habt ihr Diebesgut aus den Feuerstempeln eingeschmolzen? Nein, noch nicht. Hattet ihr vor, Diebesgut aus den Preiastempeln einzuschmelzen? Den Auftrag habe ich bekommen, ja. Habt ihr Diebesgut aus den Preiastempeln angenommen, ohne dies der Kirche anzuzeigen, wohl wissend, dass dies Ketzerei ist? Die Kirche hat mir den Auftrag gegeben, Mann. Wer? Ein Priester. Ich Einen kenne Namen, seinen. Reo! Ich will einen Namen! Ich kenne seinen Namen nicht. Wie kommt es eigentlich, dass hier niemals jemand nach Namen fragt, wenn er Aufträge annimmt? Ich stelle mich mal an dieses Folterrad. Soll ich, Jalan? Ich, Ich kann ihn zwar. beschreiben, ich kann ihn beschreiben. Dann beschreibt ihn. Er war ungefähr 1,70 so. 170 Halbfinger. Hatte lange goldene Haare. Eine komische Nase. Ich glaube, da fehlte irgendwas. Vielleicht war die mal gebrochen oder so. Und er hatte so ein Gewand an wie ihr. Und ein bisschen rot. Er sagte, er kommt aus der Stadt des Lichts. OT-Frage. Trifft die Beschreibung etwa auf unseren Mystery-Prioten? Der kurzzeitig auftauchte. Der war der Einzige, der mit euch gesprochen hat? Ja, und der andere, der Rodrianer. Weil der war sehr still in der Begleitung des anderen. Der ohne Bein. Der ohne Arm, ja. Weiß nichts. Was haben sie euch gesagt? Wir haben gesagt, dass wenn hier jemand nach der Schlacht auftaucht und Diebesgut hat, dann soll ich das einschmelzen. Also habt ihr doch Diebesgut angenommen! Sie haben gesagt, ich soll das tun. Plündergut aus den Kirchen. Das kam euch nicht komisch vor, dass jemand euch auffordert, Plündergut aus Kirchen einzuschmelzen? Gerade wenn Geweihte euch das befehlen? Ja. Welche Geweihte würden schon solche Sachen einschmelzen lassen wollen? Weiß es nicht. Ich An wen wollte es auch sollte nicht das eingeschmolzene Gold anschmelzen. gehen? Es sollte kein Gold werden. Sollte eine Kette werden. Eine Kette? Was für eine Kette? Eine Kette halt. Ja, beschreibt mir. Ihr solltet sie doch machen. Ich Oder habe mich habt ihr auch damit noch gar nicht nicht nachgefragt? auseinandergesetzt. Ich hab die Kunstwerke gesehen. Sie wirken fast lebendig. Ich kann sowas nicht einschmelzen. Ich meine, die Amulette waren gut gearbeitet, aber gerade diese kleinen Statuen, die waren so viel wert wie mehr als eben der Gold wert. Macht keinen Sinn, dass man so etwas zu einer einfachen Kette, dass man die Gesichter einschmelzt. Ich gehe mal kurz aus dem Raum, mach die Zelle auf und hol die Zelotin da raus. Und bring die in die Folterkammer. Kennt ihr diese Frau? Ja, die war mal bei mir. Was habt ihr ihr erzählt? Das, was die anderen sagen, das, was ich sagen sollte. Warum erzählt ihr ihr das? Weil ich den Auftrag bekommen habe von dem Priester. Und das waren ja noch andere. Also, die ganzen Geschichten kommen nicht von mir, Mann. Und doch gebt ihr sie weiter. Warum? Weil mir das so aufgetragen wurde, Mann. Das kam euch nicht seltsam vor, dass diese Geschichten mehr oder minder an blanke Ketzerei grenzen. Es ging doch immer irgendwie um die Götter und um die Märtyrer. Wie viel wurde euch für diesen Auftrag bezahlt? Bezahlt, richtig. Was wurde euch bezahlt?
Nichts wurde uns bezahlt. Wir haben gesagt, wir retten damit die Stadt. Wie? Mit unseren Geschichten, damit wir selber Märtyrer erschaffen, die sich opfern für die Stadt. Wie, was? Wer hat denn irgendetwas davon gesagt, dass Gareth sich opfern sollen? Naja, wenn man gegen den Mond kämpft, dann sterben Menschen. Richtig. Ja, ach, Papalapap, aber doch nicht auf so eine Art und Weise, wie diese Irre heute Morgen. Was? Wieder richtig. Davon weiß ich nichts. Es wurde gesagt, gegen die Dämonen sollen wir kämpfen. Es waren schöne Geschichten teilweise auch bei. Die mit dem Nordstern, mit der Selbsterkenntnis und der Stärke und dem Vertrauen. Den inneren Werten. Also für mich grenzen diese Geschichten an Ketzerei. Sie grenzen sich nur daran. Die Geschichte von Raya, das... blanker Rufmord. Ja, das war wirklich... Das war schon... Ich habe noch eine Geschichte, wenn ihr... Des Guten und Bösen. Ich habe noch eine Geschichte, wenn ihr wollt. Nein, wir wollen von euch keine Geschichten hören. Wollt ihr nicht. Wartet. Ich werde es bereuen, aber lasst hören. Aber nicht foltern. Die von der heiligen Chelessa. Eine Priesterin der Travia. Darf ich? Zählt. Sie war zur Keuschheit verpflichtet, weil, naja, sie war eine Travia-Priesterin. Und Ratsmitglied und dann erweckt durch die Schönheit, die sie inne trug, hat sie Praios Begierde erregt. Und er näherte sich Chelessa in der Gestalt von Travia und küsste sie, aber nicht so, wie man eine Jungfrau küssen sollte. Und dann, sie versuchte sich zu wehren, aber wer kann schon Praios bezwingen? Ich pfeffer ihm eine. Wartet, sie wird gut. Genug. Sie wird noch gut. Also, wenn mich nicht alles täuscht, unterstellt er gerade Praios, sagen wir mal, ja, unrajahafte Dinge. Nein, am Ende ist alles gut. Er unterstellt vor allem... am Ende ist nicht alles gut. Er unterstellt vor allem den Götterfürsten, er würde sich mit uns Menschen gemein machen. Wo doch jeder weiß, dass er Ukuri aus sich selbst erschaffen hat. In der Tat. Wieso denn Ukuri? Nein! Streitsig war der Name, der rauskam. Was? Ich guck mal leicht verdutzt, jetzt hat er mich echt erwischt. 30. Welcher? Der Streitsig. Es ging nicht um Ukuri. Ich will keine gescheuert bekommen. Lasst mich bitte. Dafür, dass ihr einfach nur ein Goldschmied seid, könnt ihr euch ganz schön viele Geschichten merken. Jetzt sprich! Welcher Streitsig? Chelissa versuchte, die Schwangerschaft zu verbergen. Aber sie wurde von den anderen im Bad, als die Priesterin das mitbekommen haben, wurde sie im Bad von denen bloßgestellt und dann von denen verstoßen. Und dann gebar sie ihren Sohn Streitsig. Das ist der später der Ahnherr, derer von Streitsig wurde. Und das hat aber die Gattin von Praios mitbekommen, Hesinde. Die raste aus Eifersucht und schickte sie daraufhin nach Bosbaran. Dort wurde sie von Helahoras verbrannt. Aber wartet. Es geht noch weiter. Travia hat das ja gesehen, also Travia als wissend. Und sie erzürnte, weil Praios und aufgrund der Tat von Praios und der falschen Schlange Sint und band dann die Asche und den Rauch von Chelissa als Stern an den Himmel. Das ist der Nordstern und der zeigt als hellstes immer nach Gareth. Er soll als Orientierung dienen und auf die inneren Werte vertrauen lassen und er steht für die Stärke und die Selbsterkenntnis. Das ist doch eine schöne Geschichte. Das klingt für mich ganz nach einer Geschichte, als wenn jemand versucht, einen Anführer eines Kultes zu einem Gott zu erklären. Habt ihr zu viel am Boronwein geschnüffelt? Das hat mir der Praios-Priester erzählt. Ha? Was? Was labert ihr für eine Scheiße? Ihr könnt ihn nicht mehr fragen. Ich habe gehört, dass er tot ist. Aber es sollen wohl drei Praios-Priester in der Stadt des Lichts gestorben sein. Und er war wohl einer davon. Ansonsten ist keiner gestorben, aber ein Trümmerstück hat ihn wohl erschlagen. Ich schwöre, ich erzähle die Wahrheit. Bei den Göttern. Das ist wahr. Es sind tatsächlich nur drei Priester gestorben, wenn man mehr sagt. Wieso? Wie habt ihr euch an euren Füßen verletzt? Die sind eines Tages abgefallen, mein Herr.
Wann? Wie, wann? Vor der... Das war ungefähr vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht wann. Ich hab mich gestoßen. Ich möchte mal gucken, ob der da die Wahrheit sagt. Ja, Mensch, ich kenne das. Ich werde um 13. Dann respondami. Da kann ich nur eine Ja-Nein-Frage stellen. Sagt also, die Wahrheit? Ja, nein. Nach meinem Verständnis macht das, was er sagt, aber zumindest mit dem, was meine Erkenntnisse bisher sind, keinen Sinn, richtig? Also, er hat sich gestoßen, würde anders aussehen. Also, es sind keine Narben vor allem. Gestoßen, sein C ist abgefallen. Also, es sieht so aus, als ob er nie welche hätte. Genau. Also, 13 Sternchen müsstest du überbieten. Kannst natürlich auch gerne einen Chippy versuchen. 16 stört. Ja, wenn du die 16 chippst, dann vielleicht. Was du hier erzählst, Mann, ist die blankeste Ketzerei. Und es wäre gut getan, dich auf den Scheiterhaufen zu bringen. Der Rondrianer stand daneben, aber der hat nur genickt. Eben jener Rondrianer interessiert mich viel mehr als dich. Nur also nochmal die ganze Geschichte. Unter Eid vor Pallas wiederholen möchtest, wird er es sicherlich für angemessen empfinden, deine Strafe zu mindern. Ich tu's, ja, was ihr wollt, aber foltert mich nicht. Ich fisch eins von den Pallas-Amuletten heraus und halte ihm das hin, dass er es packen kann. Dann schwöre, die Wahrheit zu sagen, die gesamte Wahrheit und nichts als die Wahrheit über die Fragen, die wir dir stellen. Schwörst du dies vor den Göttern und vom Herrn Pallas, auf das dich dein Augenlicht für immer verlasse? Wenn ihr die Ketten so lockert, dass er nachgreifen kann, dann tut er das. Greift zu, hält's nach oben. Ich schwöre bei Herrn Pryos und den Göttern, auf dass sie mir mein Augenlicht rauben, wenn ich lügen sollte. Ich möchte einen Eidsegen sprechen. War ich Modifikatoren? Eine, die ich dir jetzt sage. Dann nur die -2, weil es eine gerade 0 für mich ist. 12 über. 12 über. 21 maximaler Schaden. Okay, genau, ja, die 13 könntest du natürlich, also das ist wichtig. Ja, er schaut dich an. Es gibt kein Britzeln, du bist dir sicher, wenn es ein Dämonenpaktierer wäre, dann würde er jetzt irgendwie verbrennen oder sowas, aber es passiert nichts. Fangen wir zeitlich an. Die gesamte Geschichte von vorne. Wann trafst du zum ersten Mal auf diese beiden Gewalten? Sie tauchten am 24. auf. Nachträglich habe ich erfahren, das war die Schlacht um Werheim. Da tauchten sie bei mir auf. Zu zweit. Und sagten, es werden Menschen kommen. Und ich muss sie einschwören, gemeinsam mit ihnen. Und sie tauchten auf. Und daraufhin erzählten wir die Geschichten von den 8 Märtyrern. Die sie erzählten und die sie mir erzählten. Und sie sagten, dass Menschen kommen und die Tempel beplündern und berauben werden. Und dass ich diese Sachen einschmelzen soll. Weil sie wohl seit tausenden von Jahren oder seit tausend Jahren in den Pryos-Tempeln dieser Stadt stehen. Sie wurden allesamt von Jacinthe geschaffen. Wer ist Jacinthe? Jacinthe ist die heilige Goldschmiedin, mein Herr. Sie lebte von 28 bis ungefähr 1 vor Bosporans Fall, bis sie dann verbrannt wurde. Wie vielen Leuten habt ihr diese Geschichten erzählt, die man euch aufgetragen hat? Na, allen, die kamen. So 30. Habt ihr einige dieser Leute jemals wiedergesehen oder kamen sie, hielten ihre Geschichte und gingen wieder? Sie hörten einmal zu, nickten, haben sie verstanden und gingen dann wieder. Und niemand hat Nachfragen gestellt? Nein. Und wer waren diese Leute, die das Plündergut zu euch brachten? Sie haben sich nicht vorgestellt. Einfache Männer, Frauen. Rußig. Mit Asche im Gesicht. Beschreibt noch einmal ganz genau und ins Kleinste die beiden Gewalten. Er beschreibt sie dir nochmal und das sind tatsächlich die beiden, die beim Bad der Helden auftauchten. Warum auch immer. Und die haben euch all dies aufgetragen, ja? Jawohl, mein Herr. Mal links und rechts zu den anderen. Und ich sollte eine Kette schmieden. Aus Gold. Frag ihn nach den Zehen, das erscheint mir seltsam.
Nach dem was? Sein C, wem fällt denn sein C ab, weil er ihn anstößt? Vor allen Dingen so. Also ich habe schon viele mit kaputten Zehen gesehen. Ich meine, ich bin ja mit den Söldnern rumgereist, aber die sind dann abgebrochen oder durchgeknackst, aber doch nicht so. Wie lange ist das her? Wie ist das passiert? Wie verlor ihr eure Zehen? Lasst nichts aus. Wie gesagt, vor ein paar Jahren. War einfach weg. Ja, aber was für ein Tag war dies? Habt ihr ihn an einer Tür angestoßen, an einem Schrank? Wie ist das passiert? Ja, dann was passiert, wenn man den Eidsegen bricht? Er muss eine Selbstbeherrschung schaffen. Erschwert um, ich weiß nicht, wie der Stärke ich habe, aber LKP-Stern halbe plus 7, meine ich. Ja. Und wenn er ihn, um ihn zu brechen. Und wenn er ihn bricht, tritt ein, was ich spezifiziert habe. In anderen Worten, er wird blind. Ja, ich habe mir die Stiefel ausgezogen und dann war mein Zeh mit drin. Aber du hast gerade gesagt, du hast die verloren, als du ihn dir angestoßen hast. Ja. Stimmt das jetzt? Ja. Und was war, hast du an diesem Tag etwas anderes gemacht, was das verursacht haben könnte? Ich kann mich gerade nicht konzentrieren. Sprich! Ihr könnt sehen, wie seine Augen trüb werden. Bastard. Ich versuche mich zu erinnern. Ich habe mich gestoßen irgendwo und dann habe ich meinen Stiefel ich kann mich nicht konzentrieren. Wen habt ihr getroffen? Ich habe niemanden getroffen. Was? Geh mal mit meiner Hand vor seinen Augen entlang. Ist da noch irgendeine Art Bewegung zu bemerken? Er schreckt so ein bisschen noch zurück. Also er viel zu spät begreift er oder realisiert er, dass du gerade vor ihm bist. Er riecht dich wohl gerade viel mehr. Oh, das tun wir alle, glaub mir. Er wird blind. Verdammter Lügner. Er lügt uns an. Entweder das oder er weiß nicht mal, dass er lügt. Die Götter haben eure Antwort gehört und für unzureichend befunden. Warum auch immer. Bitte los. Aber was kann er getan haben, dass er es vorzieht zu erblinden? Wenn er einen Pakt eingegangen ist? Bittet den Herrn Paas um Vergebung. Wenn er sie annimmt, wird euch euer Augenblick sicher wieder schenken. Sagt uns die Wahrheit. Bis dahin bleibt ihr wohl hier. Wahrheit. O goldener Herr, schenkt mir mein Augenlicht wieder. Goldener Gott, schenkt mir mein Augenlicht wieder. Yldela! Oh. Er ruft den Herrn Prajoska seltsam an, aber... Wo habt ihr diese Anrufung gelernt? Das ist nicht die Garreta-Schule. Er ist doch aus Gold. Herr Prajos ist nicht aus Gold. Gold ist sein Metall, da es so gelb ist wie die Sonne selbst. Aber der Herr ist nicht aus Gold. Er ist aus stählerner Gerechtigkeit und aus Ordnung und aus Willen. Ich glaube, ich kann gleich wieder sehen. Wartet. Ja, es wird besser, es wird besser. Beantwortet die Frage. Wie? Der Prajospriester hat auch gesagt, dass er aus Gold ist. Seine Farbe ist Gold. Und wir dürfen ihn so nennen. Und ein Teil wohnt unter der Stadt des Lichts, sagte er. Ein Teil von Prajos. So sagte er. Hab ich noch nie gehört. Ich möchte mal mit die Augen von dem Mann anschauen. Sehen sie aus wie vorher oder sehen die neu aus? Golden vielleicht? Nee, seine Augenfarbe ist so ein bisschen lila, möchtest du meinen. Müssten eigentlich eher Elfen haben. Viele Elfen kennst du nicht, weil die in aller Hand einfach nicht rumlaufen, aber er hat sein Augenlicht wieder und guckt dich aus blau-lilanen Augen an. Deine Augen, sie haben ihre Farbe verändert. Wieso lila? Die Farbe des Herrn Preyers ist doch Gold.
Man könnte es fast... Goldene Augen gibt es doch gar nicht. Ich habe auch noch nie von lilanen Augen außer bei den Elfen gehört. Und du bist kein Elf. Hauptsache, ich kann wieder sehen. Regeltechnische Frage. Wirkt der Altsegen noch, nachdem mein Arm gebrochen hat, oder müsste ich den jetzt erneuern? Eigentlich ist er... Also, müsste jetzt ja ein Frevler sein. Es sei denn, Pryos hat ihn gerade wieder erlöst. Würde Pryos aber eigentlich nicht... Eigentlich würde Pryos das nicht tun. Oder ist es halt wirklich vergeben und vergessen? Emma hat definitiv nicht Pryos angerufen. Ich drücke mal auf sein Auge. Verhält es sich wie ein normales Auge? Ah, ja, verdammt. Natürlich tut das weh. Den goldenen, den Gott der Götter. Jalan, habt ihr noch Bandstaub? Nicht an mir. Wir müssen welches aus dem Turm holen. Habt ihr sonst noch irgendwie etwas Pryos Heiliges? Habt ihr nicht eure Waffe? In der Tat. Führt sie einmal zu seinen Augen. Ich möchte sehen, was passiert. Berührt sie damit. Nein! Es ist die ganze Waffe geweiht, nicht nur die Klinge, ja? Dann drücke ich ihm vorsichtig den Knauf aufs Auge. Ah! Hat das einen Effekt oder hat das keinen Effekt? Kein Effekt. Er kann kein Paktierer sein. Der Herr Pryos hat ihm offensichtlich das Augenlicht wieder geschenkt. Er ist kein Paktierer, aber vielleicht ist er ein Ketzer. War die Pryos Sicherheit. War die Pryos-Kirche immer geeint? Oder hattet auch ihr eure Spaltungen, so wie heute es die Boron-Kirche hat? Die Wahrheit dessen vermag ich nicht zu ergründen, deswegen braten wir darüber lieber den Mantel des Schweigens. Vielleicht folgt er einem alten Pryos-Glauben, der heute, sagen wir mal, in Ungnade gefallen ist. Wir sollten im Hesinde-Tempel nachfragen, sie werden Dokumente über so etwas haben, auch Zeichner. Ja, dann könnt ihr auch nach dem Geweihten fragen, die werden ihn sicherlich kennen. Dies werden wir tun. Lasst mich doch bitte nicht für die Sünden von eurer Kirche büßen. Ich hab nichts getan, wirklich nicht. Nein, ihr werdet für eure eigenen Sünden büßen. Wieso für eurer Kirche? Seid doch auch ein Pryos-Gläubiger. Ihr habt ihn doch gerade noch angerufen. Solltest ja, aber ich meinte damit den Bandstrahler. Aber auch ihr seid ein Pryos-Gläubiger. Ihr habt ihn genannt, den Gott der Götter? Den Gott der Götter, ja. Er ist der Fürst der Götter. Aber sie beten ihn nicht an. Wer bringt euch solche Narrenteien bei? Woher habt ihr antwortet! Na, eure Kirche, verdammt! Aber ihr habt doch gesagt, ihr traf diesen Priester. In erst meiner kurz Schmiede. Nach der Schlacht. Ja. Aber ihr sprecht nicht so, als wäre das neu für euch. Es klingt so, als würde es euch über die Lippen kommen, wie über Jahrzehnte gelernt. Wie bei mir die Gebete des Boron. Scheint kein neues Wissen zu sein. Ihr verheimlicht uns etwas. Ihr seid ein guter Lügner. Aber wisst ihr, was ich bin? Ich bin ein sehr brutaler Mann. Und ich bin bereit, hier den ganzen Tag zu verbringen, bis einer von uns beiden mit einem gebrochenen Geist hier rausgeht. Und glaubt mir, es werde nicht ich sein. Ömer tritt gerade aus dem Pentagon-Tempel heraus und kann hinter sich nur noch eine dumpfe Explosion hören. Schreie, Rauch, gequälte Rufe und dann nur noch das flehentliche Bitten von Abelmir und einen Singsang, den er einstürmt, was dich allerdings gar nicht mehr so interessiert. Denn du gehst mit unbeirrtem Schritt in eine Richtung. Ich laufe durch die Straßen, überall wo ich Unmetall sehe, reiße ich es mit bloßen Händen aus dem Stein. Und sammelt immer mehr Unmetall in meinen Händen, auf meinen Armen. Irgendwann bleibt Ömer stehen, das ganze Unmetall fällt zu Boden, er lehnt sich gegen eine Häuserwand und er bricht ein Schwall Blut. Schwarze Splitter schwimmen in dem Blut. Mit einem Fuß tritt er wieder danach, nachdem er sozusagen fast eingefallen ist, auf den Boden, in das Blut hinein, hebt die Unmetallsplitter alle wieder auf, die er gesammelt hat, und läuft weiter. Er rennt in eine Häuserruine rein, legt die ganzen Unmetallsplitter auf den Boden, geht in den Schneidersitz und hämmert, legt ein Metall auf das andere,
auf einen Stein und hämmert das Unmetall mit seinen bloßen Fäusten zusammen. Es dauert ungefähr eine Stunde, bis die Kiste, eine kleine Kiste, fertig ist aus Unmetall. Sehr unförmig, massiv und ja, doch etwas schwer. Ömer greift sich seinen Dolch, schaut sich noch einmal um, holt das Beißholz wieder raus, holt einen weiteren Heiltrank heraus und fängt an, sich den Unterbauch aufzuschneiden, wo er liegt, nachdem er sich die Rüstung ausgezogen hat. Er greift in sich hinein, fast ohnmächtig werden vor Schmerz und zieht das pulsierende, scharfzackige Artefakt heraus. Blut tritt immer weiter aus seiner Wunde, er schmeißt das Artefakt in die Kiste, klappt die Kiste noch nicht einmal zu und hält die Wunde einfach nur zu und trinkt den Heiltrank, nachdem er das Beißholz wieder ausgespuckt hat. Fast ohnmächtig werdend, atmend, schwer atmend und noch viel mehr schwitzend liegt er dort auf dem Boden. Blut überall über seine Beine gelaufen, schließt die Kiste und lächelt. Ich hab's geschafft. Jetzt muss ich dich nur noch verstecken. Nachdem er sich ein paar Minuten ausgeruht hat, zertritt er die Fiole, wo der Heiltrank drin war, nimmt sich die Kiste. Seine blutverschmierten Beine lässt er einfach so, wie sie sind. Das wird schon trocknen. Er ist sowieso dreckig ohne Ende von den letzten Tagen. Das fällt kaum auf. Und versteckt die Kiste. Du weißt schon wo, Meister. Der Meister antwortet in einem Kopf. Flüstern, raunen, versprechen. Die Niederhöhlen, die antworten.